Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Diese Frau ließ für die Liebe ihr royales Leben hinter sich. Es war eine mediale Schlammschlacht und ein steiniger Weg, doch Prinzessin Mako hat sich entschieden. Mit der Hochzeit des bürgerlichen Kai Komuro hat sie ihr Leben als Mitglied der japanischen Kaiserfamilie aufgegeben. Wir stellen Ihnen die selbstbewusste Frau einmal genauer vor. Prinzessin Mako, 30, verbeugt sich mit versteinerter Miene vor den FotografInnen, bevor sie sich ins Auto setzt und zum Standesamt fährt. Zuvor verabschiedete sie sich mit einer bewegenden Umarmung von ihrer Schwester Prinzessin Kako, 26. Eigentlich strahlen am Hochzeitstag immer alle Beteiligten, nicht bei dieser. Am 26. Oktober 2021 heiratete Mako unter wütenden Protesten in Tokio einen bürgerlichen, ihren Studienfreund Kai Komuro, 30, und verliert damit ihren royalen Titel. Ein radikaler Einschnitt, ihr vorheriges Leben innerhalb des japanischen Kaiserhauses gehört nun der Vergangenheit an. Aus Prinzessin Mako wurde Mako Komuro, die fortan mit ihrem Ehemann in New York leben wird. Er arbeitet dort nach seinem Jurastudium in einer Anwaltskanzlei. Doch wer ist die selbstbewusste Frau, die sich aus den traditionellen Zwängen der ältesten Monarchie der Welt befreite und sogar auf ihre Mitgift von umgerechnet 1,2 Millionen Euro verzichtete? Prinzessin Mako, die Tochter von Japans Kronprinzen. Prinzessin Mako von Akishino wurde am 23. Oktober 1991 als ältestes Kind von Kronprinz Akishino, 55, und Kronprinzessin Kiko, 55, in Japans Hauptstadt Tokio geboren. Damit war sie das erste Enkelkind des heute emeritierten Kaisers Akihito, 87. Makos Vater ist der zweitälteste Sohn des Kaisers, der 2019 abdankte. Auf ihn folgte sein älterer Bruder Kaiser Naruhito, 61. Da dieser jedoch keine männlichen Nachkommen gezeugt hat, steht Akishino an Nummer 1 der Thronfolge und Mako war, bis zu ihrer Hochzeit am 26. Oktober, somit Tochter des Kronprinzen. Prinzessin Makos schulische Laufbahn, ein Novum in Japans Monarchie. Die anfängliche Schullaufbahn der ehemaligen Prinzessin war vorbestimmt. Gemäß der Tradition des Kaiserhauses besuchte Mako zuerst die Gakushin-Privatschule, eine Bildungsstätte, die ursprünglich zur Erziehung des japanischen Adels gegründet wurde. Doch dann zog sie ins Ausland und studierte als erste Royal nicht an der Gakushin-Universität, sondern absolvierte ihr Studium in Anglistik 2010 am University College Dublin, 2012 an der Universität Edinburgh und graduierte schlussendlich 2014 an der privaten liberalen International Christian Universität in Tokio. Für diesen Entschluss wurde Makos Familie seitens der Medien und von Teilen der Bevölkerung scharf kritisiert.